Hallo und herzlich willkommen zu meiner Top 10 der Uhren zwischen 2000 und 3000 Euro. Ich freue mich wirklich riesig, euch diese Liste dank meiner partnerschaftlichen Kooperation mit Chronoline und dem Juwelier Altherr quasi live präsentieren zu können. Denn mir wurden alle Uhren leihweise für dieses Video zur Verfügung gestellt. Ich habe die Uhr natürlich nicht komplett von den Folien und Etiketten befreit, da diese zurück in den Verkauf müssen. Nur damit ihr Bescheid wisst, falls euch sowas auffällt. Damit ich auch künftig meine nächsten Top 10 Uhren in den verschiedenen Preissegmenten weiterführen kann, ist ein Like und ein Abo für dieses Video fast schon Pflicht. Denn es macht viel Arbeit und bedeutet auch für Chronoline einen nicht unerheblichen Aufwand, mir solche Uhren und vor allen Dingen in dieser Anzahl zur Verfügung zu stellen. In der Beschreibung verlinke ich euch die Uhren zum Shop. Als kleiner Tipp, nutzt wenn möglich die Preisvorschlagsoption und es würde mich freuen, wenn ihr bei Interesse die Uhren bei Chronoline kauft, denn dann unterstützt ihr meinen Kanal, da ich einen kleinen finanziellen Kickback bekomme und gleichzeitig Chronoline, die wirklich mit viel Engagement in diese Partnerschaft mit mir gegangen sind. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass dies wohl nun eine kleine kurze Werbung war. Und jetzt geht es auch schon los. Viel Spaß! Ich kann natürlich nicht 10 vollständige Reviews machen, das würde den Rahmen des Videos sprengen. Aber ihr könnt oben abstimmen und gerne in die Kommentare schreiben, welche 3 Uhren ihr gerne in einem ausführlichen Review wiedersehen würdet. Fangen wir mit dem Klassiker unter den Tag Heuer Uhren an. Die Tag Heuer Aquaracer Calibre 5. 43 mm, 200 Meter wasserdicht, ein wunderschönes dunkelblaues Ziffernblatt und eine schöne dunkelblaue Lünette. Der Sekundenzeiger mit einer gelben Spitze und teilweise auch in der Schrift auf dem Ziffernblatt wird dieses Gelb aufgegriffen. In der Kombi mit dem Blau super schön. Das Ziffernblatt hat zudem eine Längsstruktur und die Lünette ist zudem aus hochglanzpoliertem Keramik. Entspiegeltes Saphirglas ist natürlich selbstverständlich und der Marktpreis liegt so bei 2300 bis 2500 Euro. Weiter geht es mit der Seamaster 300 Meter mit dem Koaxialwerk in 41 mm. Ja, der Klassiker wiederum bei Omega schlechthin. Vor allen Dingen in Blau. Omega hat mit dem Koaxialwerk schon früh ein eigenes Manufakturwerk verbaut, was die Uhr nochmal ein wenig attraktiver werden lässt. Dabei ist das Koaxialwerk keine Erfindung von Omega selbst, sondern vom englischen Uhrmacher George Daniels, der dieses in den 70er Jahren entwickelte. Natürlich haben auch die Bond-Filme kräftig zum Image der Marke und der Uhr beigetragen. 300 Meter wasserdicht, Saphirglas etc. eine Selbstverständlichkeit. Listenpreis liegt bei ca. 3500 Euro, der gängige Marktpreis deutlich unter 3000 Euro und deshalb hier in der Liste dabei. Weiter geht es mit der Sinn 936 oder 936, wie man es lesen möchte. Sie liegt mit knapp unter 3000 Euro am oberen Ende meiner Top 10 im Bereich von 2.000 bis 3000 Euro. Die Bicompax-Anordnung der Zählerkreise ist optisch gefällig. Das tegimentierte Gehäuse ist nahezu unzerkratzbar. Zudem verfügt sie über einen Magnetfeldschutz und wie wohl die meisten Sinn-Uhren verfügt sie nicht nur beschreibungstechnisch über diverse Features, sondern untermauert dies auch mit der Erfüllung diverser DIN-Normen. Mit 43 mm ist die Uhr in meinen Augen angenehm groß, auch wenn sie mir persönlich optisch nicht so gefällt. Aber ich möchte hier nicht nur nach meinem eigenen Geschmack gehen, sondern euch eine breite Auswahl hochwertiger Uhren bieten und dazu zählt die Sinn in jedem Fall. Kommen wir nun zur
Einsteiger Breitling in diesem Preissegment. Liste kostet die Super Ocean 242 ca. 3.500 Euro. Der gängige Marktpreis liegt aber so in der Mitte unserer 2.000 bis 3.000 Euro Uhren, also bei ca. 2.500 Euro. Optisch eine noch typische Breitling, die nichts von dem für den Fernostmarkt rund gelutschten neuen Design hat. Für eine Dreizeigeruhr ist allerdings selbst für mich sehr viel auf dem Zifferblatt los. Aber trotzdem mag ich diese Uhr. Mit ihren 42 mm hat sie eine tolle Präsenz am Arm, Saphirglas etc. sind natürlich bei der Breitling auch selbstverständlich dabei. Wer einen coolen Breitling-Einstieg sucht, der wird hier sicher fündig. Mit dem Longines 24 Stunden Monopusher Chronograph habe ich für euch einen Exoten in der Liste. Wir haben hier eine 24 Stunden Uhr, sprich der Stundenzeiger läuft einmal in 24 Stunden herum. Ablesbar ist das wie folgt: Im äußeren Kreis haben wir die Minuteneinteilung, im inneren die Stundenanzeige. Das Ablesen hat man aber schnell raus. Des Weiteren verfügt die Uhr über eine Stoppuhr, die anders als bei den üblichen Chronographen nicht über zwei Drücker bedient wird, sondern über einen einzelnen, der in der Hauptkrone sitzt. Ziemlich cool. Man drückt quasi einmal für Start, man drückt nochmal für Stopp und nochmal, um das Ganze zurückzusetzen. Preislich ist die Uhr im Bereich von 3.000 Euro angesiedelt. Die Union Glashütte Belisar ist das größere Pendant zu meiner kürzlich vorgestellten Maurice Lacroix Klassik mit der Mondphase. Und als Basis dient auch hier das wunderschöne Valjoux 7751 Werk, das hier in imposanten 44 mm verpackt ist. Unter dem Glasboden sieht man das Werk mit gebläuten Schrauben arbeiten. Wasserdicht ist die Uhr bis 100 Meter. Saphirglas ist bei dem Preis natürlich auch selbstverständlich. Dieser liegt nämlich bei knapp 3.000 Euro. Wer eine Uhr mit vielen Komplikationen sucht, der wird seine wahre Freude an der Union Glashütte haben. Kommen wir zu meinem absoluten Favoriten aus dieser Liste. Die Maurice Lacroix Icon als Chrono hatte es mir ja ohnehin schon angetan. Und jetzt legen mir die Jungs von Chronoline hier diese Uhr auf den Tisch. Ich bin Feuer und Flamme und werde vermutlich nicht drum herum kommen, mir diese Sonderedition zu kaufen. Sie löst einen derartigen Haben-Wollen-Effekt aus, wie schon lange nicht mehr. Zum Icon Chrono ist ja bereits alles gesagt, hier verweise ich auf mein kürzliches Review, aber diese Sonderedition mit anthrazitfarbenem Ziffernblatt im Icon-Stil, die gelben Applikationen und das Irre, einem Jeansstoff-ähnlichen Band mit Lederunterfütterung, ist einfach nur genial. Kommt mir fast wie eine Mischung aus AP und Hublot vor und ist auch wohl deshalb mein Favorit. Also, falls diese Uhr zufällig in ein Einzelreview soll, dann oben einmal abstimmen. Preislich liegt das Modell in der Liste bei 3.490 Euro, Marktpreis liegt so um die 2.800 bis 2.900 Euro.
Viele von euch hatten schon nach einer Junghans gefragt. Hier kommt eine. Die Junghans Meister Pilot. Preislich mit 2.440 Euro in der Liste bekommt man sie am Markt für knapp 2.000 Euro. Optisch gefällt sie mir sehr gut, insbesondere die Lünette. Diese ist drehbar, aber leider nur schwergängig und ohne Rasterung. Das ist ein wenig schade bei der doch sonst sehr wertigen Uhr. Aber man dreht ja eigentlich doch sehr selten an der Lünette. Mit 43,3 mm ist die Uhr recht groß, verfügt zudem über Saphirglas und natürlich über die üblichen Chronofunktionen. Wasserdicht ist sie bis 100 Meter. Weiter geht es mit der Oris Aquis Clipperton, einer limitierten Edition für 2.150 Euro, Marktpreis ein Stück unter 2.000 Euro. Ja, für mich ist die Oris optisch eine Wucht und ein wenig die Rolex Deep Blue unter den Oris-Uhren. Dies liegt natürlich auch an dem tollen Farbverlauf des Zifferblattes. Oris hat generell für mich ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Uhr ist insgesamt superwertig verarbeitet und bietet ein eigenständiges Design. Mit 43,5 mm hat sie eine schöne Tragegröße für größere Handgelenke. Natürlich verfügt sie über Saphirglas und als Taucheruhr ist sie bis 300 Meter wasserdicht. Zum Schluss kommen wir noch einmal zu einer sehr außergewöhnlichen Uhr in dieser Liste, die ebenfalls auf einen auch wiederum sehr außergewöhnlichen Namen hört. Es ist die Rede von der Meistersinger Salt Ora Meta X Transparent. Wer Latein oder andere romanische Sprachen beherrscht, der wird bei dem Namen Salt Ora schon einen Tipp bekommen haben, über welche Besonderheit diese Uhr verfügt. Sie besitzt eine Jumping Hour, eine springende Stunde. Die Uhr verfügt ja lediglich über einen Zeiger, welcher die Minute anzeigt. Die aktuelle Stunde wird auf der 12 Uhr Position digital angezeigt und springt dann jeweils zur nächsten Stunde um. Da die Uhr hier skelettiert ist, kann man diesen kurzen Vorgang immer beobachten. Für mich ein weiterer Favorit auf das Einzelreview. Preislich liegt dieses Schmuckstück bei 3.690 Euro und sprengt damit unser Limit von 3.000 Euro. Aber an dieses kann man sich ja geschickt heranpirschen, wenn man bei Chronoline die Preisvorschlagfunktion nutzt. Nur mal so ein kleiner Tipp am Rande. Und damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, würde mich über einen Daumen hoch, ein Like und einen Kommentar freuen und würde sagen, wenn ihr das auch reichlich tut, sehen wir uns bestimmt mit ganz vielen neuen Uhren in unserer nächsten Preiskategorie von 3.000 bis 4.000 Euro. Und bis dahin mal sage ich Tschüss, meine Schätzeleins. Ciao, ciao.